Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute einen Liebesbrief von deinem Wunschpartner oder deinen Herzensmenschen an dich machen. Dazu werde ich heute wieder die Karten ziehen. Bevor wir anfangen mit der Botschaft für dich, für die Nachricht für dich, würde ich zwei Hauptenergiekarten ziehen. Und ja, bevor wir damit anfangen, wer an Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist, Entschuldigung, ich habe heute auf meinem anderen YouTube-Kanal zu dem Thema Wer bist du, werde jetzt deine beste Version, ein Video hochgestellt. Ich verlinke das Video auch jetzt am Ende diesen Videos, aber du findest auch den Link in der Infobox unter diesem Video. Gut, dann fangen wir jetzt an mit dem Liebesbrief an dich. Schau bitte immer, ob du in Resonanz gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Gut, mal schauen, was die Engel der Liebe uns sagen wollen. Was ist die Hauptenergie? Also hier haben wir Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ja, hier kann es eben um den Typ gehen oder aber vor allem auch um die Erwartungen. Das kann jetzt hier für dich sprechen, aber auch für deinen Wunschpartner, weil wir haben ja jetzt auch gefragt, wie ist die Nachricht in Bezug auf dich. Und hier geht es vielleicht auch darum, dass ihr vielleicht unterschiedliche Ansichten habt, unterschiedliche Erwartungen habt, aber eigentlich, sage ich jetzt mal, füreinander bestimmt seid, nur vielleicht hat sich dein Wunschpartner eben zu sehr darauf versteift, dass da vielleicht gewisse Erwartungen nicht 100% übereinstimmen, und da geht es jetzt wirklich auch darum, flexibel zu sein, wenn man das vereinbaren kann, ne? Wenn das jetzt nicht außerordentlich wichtige Dinge sind. Dann schauen wir mal mit den Herzenfühlenkarten. Und dann fangen wir auch an zu ziehen. Upsa, die kam richtig rausgesprungen. Ja, wir haben hier das Selbstbewusstsein. Ich habe das Gefühl, dass dein Wunschpartner zurzeit Selbstwertmangel hat, Selbstwertprobleme hat. Es ist tatsächlich oft so, dass man unterbewusst einen Menschen sabotiert, sage ich jetzt mal, wenn man es sich unterbewusst nicht selber wert ist. So zum Beispiel, ne, wenn ein Mensch zu dir hinaufschaut oder dich als besser ansieht als sich selbst, dann bekommen einfach auch viele das Gefühl, ah, die Person kann ich sowieso nicht halten, die kann mir gefährlich werden, die kann mich verletzen. Sowas bekomme ich hier auch rein. Ja, und das kann hier natürlich jetzt auch die Botschaft sein mit dem Engel der Liebe, weil wir hier auch liegen haben, bleibe aufgeschlossen. Der unterscheidet sich von dem Typ sozusagen. Kann es eben auch hier der Hinweis darauf sein, dass das Selbstbewusstsein hier noch ein entscheidender Faktor ist in eurer Verbindung. So, dann ziehe ich jetzt mal die Karten, was die Nachricht für dich heute ist. So, da schauen wir mal. Was möchte er dir sagen? Ja, die 10 der Stäbe. Die möchte ich jetzt auch gleich nochmal abklären. Aber hier ist es tatsächlich so, dass du die Situation verlassen hast, weil dir das alles hier zu kompliziert geworden ist. Ja, entweder war bei euch eine Dreierkonstellation oder aber einfach auch, dass dir das alles zu lange gedauert hat, dass es nicht vorangegangen ist, dass es vielleicht sogar auch toxisch in eurer Verbindung war. Ja, und da ist es jetzt natürlich so, dass jetzt das auch in das Bewusstsein deines Wunschpartners kommt, dass du tatsächlich auch deine ganzen Koffer gepackt hast, gegangen bist, weil dir das hier vielleicht auch in Anführungsstrichen zu blöd war oder ja, einfach auch wirklich zu toxisch war. Das bekomme ich hier rein. Lass uns mal weiterschauen, was er dir noch gerne sagen möchte. Ja, und hier die 9 der Schwerter, hier kommt mir wirklich auch Reue hoch, also ein schlechtes Gewissen auch hoch, ja, viel Traurigkeit in Bezug auf dich, also dein Wunschpartner tatsächlich grübelt zurzeit sehr viel, vermisst dich sehr stark, weil jetzt eben auch bewusst wird, wie ernst du das hier mit diesem Kofferpackerei gemeint hast. Vielleicht hast du auch schon gewisse Male so ein paar Warnsignale gegeben, die wurden nicht ernst genommen, es hat sich nichts verändert und dann hast du einfach die Situation verlassen, und das ist jetzt natürlich so, dass es jetzt hier realisiert wird, ne? Also hier hat dein Wunschpartner auch viele schlaflose Nächte, ist wie gesagt sehr, sehr traurig. Ich habe das Gefühl, das ist eine Legung für diejenigen von euch, wo zurzeit kein Kontakt ist oder wo etwas zu Ende gegangen ist. Ja? Und hier ist jemand sehr traurig in deine Richtung. Lass uns noch ein Lenormand ziehen. Ich mache das jetzt abwechselnd.
Ja, und hier haben wir den Irrgarten. Ja, das sind diese Komplikationen, die wir eben auch schon gesehen haben, ne? Dieses Toxische. Wie gesagt, entweder waren da einfach auch andere Menschen involviert in eurer Verbindung, die da schlecht in die Karten reingespielt haben. Muss aber auch nicht immer eine andere Person sein. Es können auch einfach toxische Verhaltensweisen sein oder einfach noch andere Dinge im Leben, wo man einfach die ganze Energie darauf richten musste, wo vielleicht noch ein paar Komplikationen in dem Leben deines Wunschpartners sind oder waren, die erstmal aufgearbeitet werden dürfen, ja. Also wie gesagt, es kann beides sein. Entweder da waren noch andere Menschen involviert oder aber Situationen, die eben zu dieser toxischen Verhaltensweise geführt haben. Ja, und das wird hier auch gerade mit den Neun der Schwertern, ist diese Reue, die hier einfach auch durchkommt, dass man zu wenig Aufmerksamkeit eurer Verbindung gewidmet hat, dich vielleicht auch nicht ernst genommen hat und du dann tatsächlich auch die Sachen gepackt hast. So, lass uns mal weiterschauen. Ja, wir haben die Acht der Münzen. Da habe ich das Gefühl, dass dein Wunschpartner sich tagsüber in die Arbeit stürzt, ja, um sich eben abzulenken. Aber wie gesagt, in ruhigen Stunden ist es so, dass dann einfach wieder alles hochkommt ans Tageslicht. Ne? Man versucht sich tagsüber abzulenken, stürzt sich vielleicht auch in die Arbeit oder in andere Projekte, weil man erstmal sich nicht damit tagsüber zumindest beschäftigen möchte. Aber sobald jemand dann in die Ruhe kommt oder abends ins Bett geht, dann kommt eben auch alles hoch, dann fängt die Traurigkeit an. Ne? Das ist dann wie so ein Selbstschutz auch mit dem in die Arbeit stürzen. So, dann schauen wir mal weiter, was er dir noch gerne sagen möchte oder was die Energie eben sagt. Ja, hier haben wir die Lilien, ja, und das sagt einfach, er vermisst ganz, ganz stark die Intimstunden zwischen euch beiden, ja, die romantischen Stunden. Ja, das ist jetzt eben das, was auch verloren gegangen ist, wenn du hier mit in Resonanz gehst, ne? Ihr hattet also sehr wahrscheinlich auch das Sexuelle, aber wie gesagt, auch dieser Hautkontakt oder dieses Intime, diese Nähe einfach zu dir, die fehlt deinem Wunschpartner zurzeit ganz, ganz stark. Ja, und das ist hier eben auch die Reue, die wir reinbekommen, dass du vielleicht nicht ernst genommen worden bist, dass man vielleicht auch zu wenig für diese Verbindung zwischen euch beiden gearbeitet hat und du dann eben einfach die Sachen gepackt hast. Und das wird jetzt auch eben gerade realisiert, wenn dieser Mensch einfach auch abends zur Ruhe kommt. So, dann schauen wir mal weiter. Ach Gott, wie süß. Aber guck mal, die Liebe zu dir, die ist einfach super tief. Ihr habt ein super tiefes emotionales Band. Ja, dieser Mensch liebt dich ganz, ganz aufrichtig. Es scheint mir wirklich ein Mensch zu sein, der noch selber sehr viele To-Dos hat, der noch wirklich in die Transformation gehen darf und noch wirklich lernen darf, auf sein Herz zu hören und sich weniger im Außen, auch vor allem mit diesen Komplikationen ablenken zu lassen. Denn die Liebe zu dir, die tiefen Gefühle zu dir sind vorhanden. Ihr seid verbunden, ja. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht zusammen seid in der physischen Welt, spürt er dein, sag ich mal, diese Gefühle zu dir, dieses emotionale Band zu dir. Also das ist eine aufrichtige Liebe in deine Richtung. Das möchte er dich auch gerne wissen lassen, dass die Liebe echt ist in deine Richtung. Lass uns noch mal weiterschauen. Ja, und hier geht es eben jetzt darum, wirklich auch sich für einen Weg zu entscheiden, ne? Also ich habe das Gefühl, er steht gerade wirklich vor so einer Weggabelung. Was macht er denn jetzt, ne? Er hat immer versucht, sich quasi vor einer Entscheidung oder vor einer Veränderung zu drücken, ne? Auch gerade jetzt mit dem Irrgarten, mit den Komplikationen. Aber jetzt in dem Moment, wo du weg bist, einfach auch, wird man quasi so wirklich auch dazu in Anführungsstrichen gezwungen, sich jetzt auch für einen Weg zu entscheiden. Was ist jetzt langfristig wichtiger, die Liebe des Lebens zu verlieren, weil auch gerade hier das Ass der Kelche liegt, ne? Also diese tiefen Gefühle oder aber weiter in den Komplikationen zu verharren und Oberflächlichkeiten zu folgen. Also das wird jetzt hier eine Riesen-Challenge für deinen Wunschpartner sein, für was er sich hier auch langfristig entscheiden wird. So, dann schauen wir mal weiter. Denn ja, die Sehnsucht in deine Richtung, die ist einfach da, ne? Also er hat auch tatsächlich Angst, dass du auch weiterziehen könntest. Also nicht nur deine Koffer gepackt hast, irgendwie spürt er auch, dass du schon weiterziehst, ne? Also dass du schon in eine ganz andere Richtung fokussiert bist oder dein Gesicht in eine andere Tür schon gestreckt hast und nicht mehr nach hinten, also zurückschaust. Und das spürt er natürlich auch. Und gleichzeitig eben auch, na, das ist, wie
wirklich dieses Katz-und-Maus-Spiel. Wenn einer geht, zieht der andere nach, vor allem auch energetisch. Das heißt, auch die Sehnsucht in deine Richtung wird immer größer. Und deshalb hier eben auch diese Weggabelung, ne, wo er sich hier auch gerade befindet. Oh Gott, hier sieht es aber aus. Lass uns mal weiterschauen. Ja, und hier haben wir ihn, ne? Also hier geht es jetzt auch wirklich primär um deinen Wunschpartner, um die männliche Energie, wirklich sich mit sich selber befassen. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Was möchte man langfristig, ne? Und hier geht es jetzt wirklich um die eigene Transformation. Möchte man weiterhin in oberflächlichen, toxischen Komplikationen folgen beispielsweise oder eben auch diese tiefe Liebe zu dir leben? Und da geht es jetzt wirklich nochmal darum, dass dein Wunschpartner sich ganz, ganz stark mit sich selber beschäftigt. Denn wenn du jetzt hier mit in Resonanz gehst und das ist wirklich so toxisch gewesen, ja, dann profitierst du natürlich auch davon, wenn er jetzt erstmal an sich selber arbeitet, wenn er dazu bereit ist, sich transformiert, weil sonst würde der Kreislauf wieder von vorne losgehen. Mal angenommen, ihr würdet wieder zusammenkommen unter diesen Umständen. Genau. So, dann lass uns nochmal weiterschauen. Ja, die drei der Münzen. Er denkt auf jeden Fall, dass ihr das perfekte Team seid. Ja, er hat das Gefühl, dass man mit dir einfach Pferde stehlen kann, dass man mit dir etwas gemeinsam aufbauen kann, dass du einfach auch ein sehr verlässlicher Mensch bist, auf den man 100% bauen kann und dem man auch vertrauen kann. Und das ist dem in diesem Moment jetzt diesem Wunschpartner natürlich auch weggebrochen, in dem Moment, wo du deine Sachen gepackt hast. Das heißt, es ist nicht nur die Liebe vorhanden, sondern auch das Gefühl des Vertrauens, des Zusammenhalts und ja, und wo findet man quasi an jeder Straßenecke so eine Person, wo einfach dieses Rundumpaket da ist? Und dann hatten wir ja auch noch das Intime, also das ist ja wirklich so ein Rundumpaket, wo irgendwie alles stimmt, ne? Und ja, jetzt auch gerade mit den neuen der Schwertern, die wir am Anfang hatten, jetzt wird das natürlich realisiert, was eigentlich alles weggebrochen ist in dem Moment, wo du deine Sachen gepackt hast. Vielleicht bist du auch schon länger weg, ne? Das weißt jetzt du, aber es ist auch ganz egal, dein Wunschpartner spürt, dass du energetisch nicht mehr so fokussiert bist auf diesen Menschen und das spürt er natürlich auch, dass dieses Band weggebrochen ist. So, dann werden wir noch drei Karten ziehen. So. Ja, aber der Baum ist eine super schöne Karte, weil der Baum, der steht für Wachstum. Also hier steht wirklich die Tendenz auch, dass der Wille da ist, über sich hinaus wachsen zu wollen, ne? Weil Menschen sind bereit, für einen Schmerz, den sie empfinden, mehr in die Transformation zu gehen, als wenn alles bequem und verfügbar und einfach ist, ne? In dem Moment, wo du weggegangen bist, tut's wirklich auch weh jetzt hier in diesem Kartenbild. Und dann ist man natürlich auch durch diesen Schmerz, den man natürlich auch schnell wieder beheben möchte, schneller bereit, in den Wachstum hier auch zu gehen. Und das finde ich sehr schön, ja, weil dein Wunschpartner auch tatsächlich zurzeit, habe ich das Gefühl, gesundheitliche Probleme hat, sei es physisch oder psychisch. Ne? Es können auch depressive Verstimmungen sein, aber auch generell gesundheitliche Probleme. Und das, denke ich, hat auch vielleicht was mit dieser Trauer zu tun, dass es vielleicht noch verstärkt worden ist. Das soll aber jetzt nicht dein Problem sein. Ne? Dieser Mensch muss einfach jetzt selber erkennen, was er möchte und sich einfach für einen Weg auch entscheiden. Weil wichtig ist ja auch, dass es dir gut geht. So, dann nehmen wir noch eine Karte und wir nehmen noch dann eine Liebesbotschaft. Ja, und hier mit dem Ritter der Stäbe nehme ich hier wahr, dass dieser Mensch auch, weil ich ja eben erzählt habe, dass man auch gerne den Schmerz schnell stillen möchte, habe ich das Gefühl, dass er auch schnell wieder den Kontakt zu dir suchen wird. Und da bist eben du auch gefragt, ja, inwieweit kannst du das dann wirklich auch prüfen, wie ernst das gemeint ist oder ob es vielleicht nur sowas ist, so nach dem Motto, dich testen, ob du noch da bist und dass er nicht wirklich groß was verändern muss. Aber hier kannst du wirklich auch damit rechnen, dass dieser Mensch nochmal dich kontaktiert wird, um einfach die Temperatur auch abzumessen mit dem Ritter der Stäbe. Das wird so eine Kurzschlussreaktion hier sein, was ich hier wahrnehme. So, jetzt lass uns noch mal zum Schluss eine Liebesbotschaft ziehen, bevor wir das Reading beenden. So, was hat er dir noch zu sagen?
Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Ja, genau. Und das ist hier diese Weggabelung, ne, wo er gerade steht. Weil ich meine, eine Beziehung oder eine Verbindung sind nicht nur tolle und leichte Tage. Und man muss eben auch dann Kompromisse eingehen. Aber dafür hat man auch auf der Gegenseite wunderschöne, tiefe Geschenke. Ne? Also man kann, wenn man A sagt, muss man auch B sagen, so ungefähr. Und hier geht es wirklich auch darum, jetzt, dass dieser Mensch einfach in seine Balance kommt und jetzt für sich eine Entscheidung trifft. Ja, was ist jetzt langfristig eben wichtiger? Genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo, Kommentar oder auch Like. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.